Und da sind wir zurück mit dem Centurion Action X, Doc Ratti und Muhu. Hallo. So. Ja, wir hoppeln mal gleich auf der 2 hoch. Mal gucken, was uns dann entgegenkommt. Wenn wir Glück haben, kommt das Objekt Ach, echt? alleine. Das wäre großartig, dann können wir den schon mal rausnehmen. Der Lightweight kommt auch mit. Und der E1. So, bloß dreimal Arti, ne? Das ist immer so ein Problem. Oh ja. Oh, da müssen wir uns echt zurückhalten. Du sprichst mit dem falschen Spieler, um über Zurückhalten zu reden. So, es kommt uns nichts entgegen. Finde ich gut. Dann können wir hier oben den ersten oder zweiten Schuss setzen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal tun, was solche Sachen geht, bin ich durch und durch Zwerg. Der einzige Unterschied, den es gibt, ist, wenn wir schleichen, hören wir auf, Marschlieder zu singen, ansonsten ändern wir da einfach nichts. So ungefähr, ja. Das ist ja Geht auch, wenn ich spät auf und in ich bin meinen Livestreams aufgegangen. oder so. Ja. In meinen Livestreams platze ich auch relativ häufig, weil ich einfach viel zu offensiv bin. Aber jetzt bin ich offen und hier gibt es Arti, deswegen genau. Ziehe ich mich Deswegen mal versuche ich zurück. auch schon irgendwie doof zu fahren und. Das kriegst du hin, hast du gesehen. Ja! Da hinten ist ein GW-Tiger offen, falls man da mal einen Schuss. Aber da kommst du wohl nicht rüber, ohne dass du hier Schüsse riskierst. Ich guck mal, ja, Jagdpanzer E100. Wow. Und ich kann nicht drauf Wir wirken. haben Oh, wie sie ärgerlich. böse erwischt. Oh. Da habe ich zu lange gewartet. Bei mir kommt gleich die Arti. Ich gehe mal außen rum. Das wird mir hier nichts. Ich habe hier eine Na sehr gut, komm. interessante Position entdeckt. Da kommt aber die Arti rein. Das hatte ich befürchtet. Die Arti war aber gerade mit Wegrennen beschäftigt. Ich will vor allen Dingen auch Da wieder zugehen, ein bisschen, und dann kann ich hier wegfahren. Hoffentlich. Aber du stehst, bin ich das letzte Mal gestorben. Gut, dass du mir das nicht vorher gesagt hast. Sonst wäre ich jetzt auch tot. So, der Jagdpanzer ist gerade nicht offen, also ich kann ihn nicht beschießen. Ich bin Und da jetzt haben wir gleich einen hinter dir. T55. Oh, Bounce. Oben ist noch ein T-55 Lightweight. Bin gerade drauf. Oh, gut, dass er nicht zielen kann. Oh, da ist ja noch einer. Okay, dann bin ich auf dem. Ich versuche ihn zu tracken. Ich habe jetzt zweimal Emmerich. verschossen auf ihn, gut wie ich bin, und er fährt rückwärts runter. Ja, mein Emmerich ist wieder mal dahin. Ja, also das geht hier wirklich relativ schnell kaputt. Das ist wieder so ein typischer britischer Panzer. Die haben ihre Kanonen echt überall, also ihre Granaten überall rumliegen. Da muss auch Mindestens genug als Platz für Panzerung. Tee zwischendurch sein. Das sind die Ja. wichtigen Dinge. Albert, einmal Platz für den Tee. So, wollen wir mal nach außen und die beiden IS-7 von Sehr H aus gern. beschießen? Müsste, glaube ich, ganz gut gehen. Oh Mist, jetzt sind wir aufgegangen. Oh Oh, ja. Jagdpanzer E100. Aber der kann nicht schießen, alles gut. Oh ja, also die Sicherheit sehr gut. Ja, den LT haben wir ja verscheucht. So, ganz nach außen. Da hat gerade eine Arti weggerutscht. Nee, Moment, doch. Das ist doch eine Arti. Dummerweise unsere Arti. Okay, der ist nochmal getrackt. Ich weiß gar nicht, wo ich hier hinschieße gerade bei dem IS-7. Ich sehe nichts. Ah, egal. Treffen. Sehr schön. Da ist er raus. Okay, dann holen wir uns mal den anderen IS-7. Jetzt habe ich mich gerade in eine taktisch sinnvolle Position gebracht und jetzt Muss man fastes sich hier Lacker. Ich glaube, bewegen? der meinte mich, weil ich an ihm Oh vorbeigefahren Mist, bin. wir Kann müssen das nochmal sein? zurück. T54 greift da gerade an. Okay, ich drehe schon, ich drehe schon. Fast tot. Arti wird jetzt hier einrangen. Oh, nice. Das Objekt hier. Und der gegnerische IS-7 ist abgesoffen. Okay. Ja. Das ist gar nicht so leicht auf der Karte. Das glaubst du. Oh Gott. Na, kriege ich dich irgendwo? Oder kriegen die Teamkollegen dich? Die Teamkollegen kriegen ihn. Jo, dann holen wir uns den Jagdpanzer. Deiner. Das war Glück, dass die Arti uns hier gerade nicht zerfetzt hat. Ich habe passenden Moment gebremst. Ich Na, sehe kriegst deine du? Arti. Ah, die haut ab. Ja, die ist, ach, die ist ganz da hinten. Ich dachte schon, die wäre hier irgendwo aufgegangen. Da ist ein Aber die 57 in der 57 Mitte. Heavy. Immer aufs Lächeln, der guckt zu mir. Bin drauf.
Kriegst du was? Ja. Nice. Oh, die Gun ist echt gut. Das war jetzt ein Schuss, der eigentlich nicht funktioniert hätte mit vielen anderen Panzern. Ja, die ist mit dem Leo zu vergleichen, die Kanone. Sehr schön. Insgesamt der ganze Panzer, nur dass er einen Tick höher ist. Dafür auch einen Tick bessere Panzerung hat. Und der ein Tick britischer ist, was mir generell gut gefällt. Ja. Das einzige Problem ist halt das mit dem Emmerich, ne? Nach meiner. Und jetzt kommt gleich. Nee, da falle ich nicht runter. Oh, jetzt wird gekettet. Okay, jetzt kann ich. Da ist die Arti. Gönnen sie dir. Hab sie. Die nichts anderes da mehr. War die Arti. Die sind da gerade sehr schnell gestorben. Die Arti ist da oben im. Ja, ich weiß. Ja. Kennst du den Deppen, der mal vorfährt, um sich die Arti zu holen und dabei verreckt? Der hat ja gerade geschossen. Ich hoffe, von seinem Light Tank macht das. Nee, nee. Der kann. Verdammt, die Arti hat gerade ein Auto. Oh. Ja, die Arti zugeschlagen. Ja, eine schöne Runde. Oh ja, das war lustig. Dann auf jeden Fall mal vielen, vielen lieben Dank an den lieben Doc, dass er uns heute ein bisschen unterstützt hat, dass wir den Centurion mal zeigen können, weil unglaublich schöner Panzer funktioniert am besten immer mit den Kollegen. Ja, haben wir uns ja gar nicht mehr so doof angestellt. Ja, ich habe mich als viel Schaden gemacht, ich habe, glaube ich, gut was aufgedeckt. Ich bin ja ein großer Fan von Reichweite auf Medium-Tanks bei Tier-10ern. Damit kann man die Gegner so richtig schön fertig foppen, indem man einfach mehr Sichtweite als sie hat. 410 ist schon ziemlich fies. Gefällt mir. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Radio vom Conqueror kaputt gemacht.